Also, der Stock hat nichts zu tun mit unserem jährlichen Radlfahren im Burgenland. Ist diesmal nichts passiert. Es sind aber Wetten abgeschlossen worden. Der Willi-Doktor hat gesagt, er setzt eine Bank drauf, dass am Montag wieder 3, 4 E-Karten kommen. Die wollen sie mal behandeln lassen, weil sie es geschmissen haben. Nein, nichts, Gott sei Dank, heuer. Aber ich muss schon sagen, ein Männerradeln ist kein Kindergeburtstag. Aber wir gehen nicht zuerst auf die Barrikaden, nein, wir gehen zuerst zum Heurigen. So schaut's aus, ist viel gescheiter. Aber eine Geschichte muss ich euch erzählen. Der Schollerhans ist einmal mit, gell? Weiß nicht, kennt ihr nicht alle, der Schollerhans. Und der hört schon so schlecht, gell? Und er hat ja einen Hörapparat, aber hat er nie mit beim Radfahren. Weil er sagt, wenn ich dabei bin, dann hat er Angst, dass ich ihm das Kabel abbeiß. Weiß auch nicht, was er da macht. Aber da fährt er halt neben mir, gell? Und der sein Kotflügel hat scheppert, gell? Sag ich, Hansi, dein Kotflügel scheppert. Sag er, was? No lauter. Dein Kotflügel scheppert. Sag er, ich höre nichts, weil mein Kotflügel scheppert. Aber die Bewandtnis wegen dem Stock ist folgende. Den brauche ich immer, wenn ich einen Kurantrag stelle. Ja. Vor 3 Jahren war es so, heuer auch wieder, da habe ich keine Entscheidung noch. Vor 3 Jahren, die Gerti ist meine Frau, die Sie nicht kennen, haben einen Kurantrag gestellt. Und dann hast du immer einen Termin noch bei einem Arzt in Graz, eine Ärztin diesmal, sind wir hingegangen und sage ich, Gerti, du, haben wir einen Termin bei der Ärztin, du musst schon ein bisschen sagen, was für ein Eindruck. Ich sage, ja nicht, aber sie geht ja gleich mit Steckerlschuh und ein bisschen so fest benannt. Nicht? Ich sage, du ziehst einmal einen Geiderschützen an und irgendwie so, ja, so Flossen nur auf die Füße, also kein Steckel halt. Gell? Ich sage, spinnst du total? Ich sage, glaubst du, kannst du täuschen? Das hat ihm mit täuschen gesagt, also der äußere Eindruck macht schon was. Weil ich gehe mit dem Stock, sage ich. Ich sage, du gehst sicher nicht mit dem Stock, wie das ausschaut. Gerti, ich gehe mit dem Stock. Sie ist nichts ganz. Ich sage, zack, 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 einiger, wie ist das ja keins, gell? Dann in 10 Minuten ist rausgekommen, dann bin ich dran gegangen. Jürgen Gott, Sie sind der Mann von der Frau Kurmer. Ja, Entschuldigung, Sie müssen, das wirkt immer. Sie müssen ein bisschen lauter rein mit mir, her ist ein bisschen schlecht. Das wirkt immer. Sie sind der Mann, ja, bin ich, ja. Wann haben Sie Geburtstag? Hab ich schon laut geredet, gell? Hab ich gesagt, am 29. November. Welches Jahr? Hab ich gesagt, jedes Jahr. Ja, bitte, Entschuldigung. Hast du mich schon ein bisschen schief angeschaut, gell? Und schon gefragt, ich sage, jetzt darf ich es nicht mehr weiter provozieren. Gell? Dann hat er gesagt, da auf, ich auf dem, was ist das, ein Britschen da, bin ich halt umgegangen. Und mich gleich. Zweiten, oh! Sagt sie, boah, hat sie gesagt, Sie sind schon viel schlechter benannt wie Ihre Frau. Ich habe gesagt, sicher, erstens ist sie um 8 Jahre jünger und zweitens fällt ihr eh nichts. Genau, für mich ist die Kur genehmigt worden. Bei ihr abgelehnt. Habe ich noch erfahren können. Sonst muss ich ehrlich sagen, geht es mir ja gut. Ich muss ehrlich sagen, mein graue Haar, seine voll im Trend. Voll im Trend und wenn Falten und Übergewicht auch noch modern werden, dann wird es mein Jahr. Dann wird es mein Jahr. Mann, Entschuldigung, das hat mit Übergewicht nichts zu tun. Das ist ein besonderes Sakko, ein sogenanntes Energiesakko. Jeder Knopf unter Spannung. Aber, bitte, darf ich aufmachen? Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Luft. Alles unter Spannung, ja. Stell dir vor, dieses Jahr abnehmen, hat es geheißen. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen. Kann man machen, in einem Jahr geht es, ist nicht so ehrlich. Ne? Und jetzt habe ich wieder mal so eine Zwischenwaage gemacht, dann fragt mich die Gerti wieder, du, wie schaut es denn aus mit deinen Vorhaben? Ja, habe ich gestern gewogen, habe ich gesagt. Schaut sie mir an, das nennt man aber wagemutig, hat sie gesagt. Du, hör auf. Ja, wie geht es mit denen, was davor? Ja, ich weiß eh, 10 Kilo habe ich mir vorgenommen, 13 muss ich noch.
Die habe ich gesagt, schau, sie kocht so gut. Wie man sich fettet, so wiegt man. Ist ganz klar, gell? Nein, habe ich gesagt, Gerti, das ist ja nichts noch. Jetzt habe ich einen Schulfreund von mir getroffen. Ich sag dir was, der hat zugelegt. Mit dem habe ich vor 44 Jahren maturiert, das ist auch schon lange her. Und dann habe ich sicher 7, 8 Jahre gesehen, haben uns unterhalten. Dann sagt er auf einmal, sagt er, Dina, wie lange haben wir zwei uns schon nicht gesehen? Habe ich gesagt, Karl, wenn ich das anschaue, muss das vor 30 bis 40 Kilo gewesen sein. Ja, aber ich bin immer noch dahinter. Ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt. Bier steht jetzt links vom Teller. Und Bier musst du aufpassen. Bier hat ja so viele weibliche Hormone. Ja. Und wenn du Bier trinkst, rennst du ein Blödsinn und kannst nicht Auto fahren. Ja, mein Gott. Oh. Also nur für die Männer sage ich noch was, weil das habe ich heute gerade erfahren von einem guten Freund von mir. Darf ich das noch sagen? Nur für die Männer, die Frauen nicht zuhören. Ich habe da dann gegen die Männer was später dann. Gell? Stell dir vor, der hat ein neues Auto gekauft und erste Mal, und das Auto kaputt, erst einmal die Frau ausgefahren. Gell? Los, was das ist? Erster, zweiter, dritter, vierter, was halt so beim Schalthebel am steht, ganz außen steht R. Ne? Ich sage, Schatz, sie hat ja gesagt, wie hast du das zusammengebracht, unser neues Auto zu ruinieren? Schatz, ich wollte einmal Rakete probieren. Also jetzt ist nichts mehr, gell? Meine Damen, das ist okay. Na, aber sonst muss ich ehrlich sagen, es älter werden sexy. Na, man stöhnt viel mehr. Man stöhnt viel mehr. Man, nicht was ihr glaubt beim Sex, nein. Beim Aufstehen stöhnt man viel mehr. Man, in der Früh, muss ich auch sagen, in der Früh beim Schuhbandel zu machen. Ah, bist du deppern, wenn ich so weit um bin? Da denke ich mir, was kann ich noch erledigen, wenn ich schon so weit um bin? Da, und dann halt auf ein bisschen. Mein früher einmal war es halt so, hab meine Bodylotion hat Nivea geheißen. Jetzt heißt es Voltaren. So. Aber ich sage euch was, auch wenn oben schon Schnee liegt, kann es unten immer noch ganz grün sein. Das ist Tatsache. Aber ich sage euch eines, apropos sexy, es ist in den letzten Wochen und Monaten ja dieses große Thema, MeToo. Kehrt verurteilt, kehrt radikal vorgegangen, ist überhaupt keine Frage. Man, wo sie da manche Politiker, Regisseure, Schauspieler herausnehmen, das geht auf keine Kuhhaut. Man, früher mal hat es in der Politik geheißen, Hand aufs Herz, jetzt heißt es zu viel zu oft, Hand aufs Knie. Das geht nicht, ist keine Frage. Aber auch die Männer sind gefährdet, die Männer. Und ich denke, der Juncker, wie der unseren jungen Bundeskanzler immer begrüßt und herzt, da denke ich mir, die Hauptstadt von Belgien heißt Bussel. Ja, genau. Ach, früher ist das halt immer sofort bestraft worden. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit ist Sexismus sofort bestraft worden. Wenn du der Kellnerin ein bisschen so ein Bett gemacht hast, hast du sicher sein können, dass du dein Bier als Letzter kriegst. Das war so, gell? Ja. Aber sonst muss ich euch sagen, geht's mir gut. Ich bin ja ein Jahr Rentner, 42 Jahre zu Tode schenkt in der Bank sind vorbei. Ja, hallo. Es geht mir gut, aber finanziell geht's mir gleich wie vorher gesagt, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich kriege immer nur noch den 50er von meiner Gerti. 50 Euro, ja. Bin also nach wie vor ein Sozialfall. Aber ja, ich habe jeden Tag eigentlich eine Budgetrede. Eine Budgetrede, die aus einem Wort besteht. Jesus, nein, wenn ich ins Geldtaschen schaue. Gell? Aber ich habe da eine gute Idee gehabt jetzt. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe mir mal einen Monat lang alles auf, was ich ausgebe. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Einsparungspotenzial. Gell? Dann fragt mich die Gerti wieder mal, gesagt, du, wie geht es bei der Aufschreiberin? Ich habe gesagt, ja, die erste Woche habe ich aufgeschrieben und die letzten 3 Wochen habe ich aufschreiben lassen. Ja. Na, hör zu. Ja. Die Kellnerin hat mich schon gefragt, die Kellnerin hat mich schon gefragt. Ich muss heute, weißt du, ein bisschen schöner sprechen. Wir haben ja auch Gäste da, zum Beispiel den Herrn Dr. Schmidt. Ja. Haben Sie noch alles verstanden, Herr Doktor? Ja, okay, ja, danke. Die Kellnerin hat mich gefragt, ob ich, wann ich halt einmal sorry, weil ich mich aufschreiben lasse, gell, gesagt, und sie hat eine Idee, ob ich das in Raten zahlen möchte. Ich habe gesagt, das ist eine gute Idee. Sie soll raten, wann ich soll. Ja. Genau. Gell. Da. Nein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die Gerti, ich habe das Gefühl, sie will mir ja mehr geben. Ein Zehner mehr, wir hätten mir schon so viel, hätten mir weit helfen. Ich meine, ein Zehner, statt 50, 60 oder. Aber sie sagt, ich muss eine Gegenleistung bringen. Sie sagt, Gerti, Gegenleistung. Ich arbeite schon wieder Viech daheim, was noch alles, gell?
Sagt, nein, ich soll einmal in der Woche den Einkauf übernehmen. Berti, sicher nicht. Du weißt genau, ich hasse einen Supermarkt von innen. Nein, ich finde nichts, das kann ich nicht aus. Hast du mich da überredet? Probeweise mal einen. Probeweise einen montags, eine Kiste Bier, das wäre für mich nicht, und ein bisschen Waschmittel. Okay, die Kiste Bier hat sie einpackt, ich fahre mit dem Auto zum Bildler, wo der ist, das weiß ich ja Gott sei Dank. So, denke ich mir die leere Kiste Bier raus. Ja, aber die Folie ist schon schwer, was denkst du, gell? Die war noch gegangen. Und dann das Waschmittel, nein, da hat sie was gegeben. Es ist ist wirklich, das ist Tatsache und ich kenne mich nichts aus. Da hat sie was gegeben, du kannst dir einen Wagen mieten. Ne? Das kostet was, ne? Da habe ich gehabt. Ne? Und wenn ich habe nur 2 Euro, 2 habe ich. Ne? So, okay, da sind die Wagen reingeschmissen. Zuck, hey, auf einmal 2 Wagen von mir. 2 vorne reingeschmissen. Jetzt habe ich geglaubt, wenn ich noch einmal 2 reinschmeiße, kostet es noch einmal 2 Euro mehr. Nein. Da fahre ich gescheitert mit dem Sonderzug durch den Pillar. Es ist Tatsache, wirklich. Kannst du die Gerti fragen? Da. Und dann fahre ich mit dem Sonderzug. Geschaut haben wir mich. Bei den Socken ist schon gestanden. Aber am Mittagszeit, wenn ich so flott. Schon geschaut, die fahren. Fahren bei der Wurststrecke die Karin. Oh! Wegen jetzt höre ich dir nachher wegen dem Sonderzug, aber kannst du mir sagen, was mache ich mit der Lern? Hat sich gleich genommen, alles erledigt, Zeit habe ich gekriegt. Ja, du Karin, wo ist denn ein? Ja, das wirst du kennen, das steht. Ach ja, okay, passt. Ich habe gar nicht mehr geschaut, was Waschbrief ist. Geschaut, dass ich rausgekommen aus dem Tempel, bei der Kasse, wieder der gleiche Scheiß. So, sagt sie, kassiere schon, oh, bis wann? Sollen, ich fange an, 2, 3, 4, 5 Flaschen auszugeben da rauf. Was tust du denn jetzt? Ja, Entschuldigung, ich muss ja alles auf die Boden legen, hat die Gerti gesagt, was ich kaufe. Ich habe jede Flasche wollen aufgelegen, gell? Ich sag, hör auf. Doch, aus, ich habe gesagt, Gerti, nein, aus, das ist jetzt vorbei. Für mich gibt es kein Einkaufen mehr. Ich sag, Gerti, sie hat es nicht geglaubt, sie glaubte, sie hat immer wieder versucht, sie hat gesagt, machen wir einmal noch einen Workshop. Aus, habe ich gesagt, Gerti, es gibt keinen Workshop. Was heißt Workshop? Der Mann wirkt und die Frau schobt. Kommt nicht in Frage. Ja. So habe ich halt immer noch den 50er, wird schon gehen irgendwie, ich lasse halt weiter anschreiben. Ja, so, sonst bin ich noch, ja, Forschungspräsident bin ich, Feuerwehr bin ich jetzt offiziell, als Seniorenbeauftragter. Habe ich in Herald, haben sie ausbremst, früher war ich intermistisch, war ein bisschen angefressen. Aber da haben wir für ihn dann einen neuen Posten kreiert, er ist jetzt Kirchgangsbeauftragter. Auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Da mache ich Gelegenheitsarbeiten, zum Beispiel bei Meier Bar, mit Hörf, mit Buschenschank, aber nichts auf Bezahlung, nur auf Essen und Trinken, gell? Nein, böse Zungen behaupten ja, wenn das Trinken bei mir dabei ist, ist es teurer. Aber, ja, weißt du. Ja, dann mache ich auch Waldarbeiten, mache ich beim Herald Hansi Kurven, Essen trinken wieder, beim Rockern Hans, bei meinem Freund. Ist auch Tatsache. War folgendermaßen, er sagt, ja, am Samstag geht der Waldarbeiten. Ich sage, wie wäre es jetzt noch? Ja, lange. Ich sage, hey Hans, das ist aber schon gefährlich. Ich helfe da. Echt? Hat er gesagt, hilfst du mir? Ja, super. Und auf Nachkampf am Freitag, Samstag am Abend, sagt er, die Frieda ist heute da, freut mich sehr, die Mutter, ne? Sagt sie, so, du Hansi, morgen gehst du wohl, dass sie wieder allein, es ist so gefährlich. Ich habe einen geholfen, ja, Wein, einen Kurmadin, das ist noch gefährlicher. Da, ich sag dir was. Na, ich als Bauernbub, Frieda, weißt du? Na, und so geht's mal dahin, gell? Na, sonst geht's mir gut, habe ich schon gesagt, danke den Herrgott. Und gesund bin ich. Jetzt habe ich einen Husten einmal gehabt. Einen Husten habe ich gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und da haben wir gedacht, geh nicht so in die Kölzwille, weil der ist ja schon ein bisschen, weißt du, lass es ein bisschen auslaufen. Ich meine, er ist kein Auslaufmodell. Nein, ist er nicht. Aber er lässt halt schon ein bisschen so eingleiten in die Pension, gell? Haben wir gedacht, einen Husten kann ich nicht da irgendwie strapazieren. Geh gleich in die Apotheke zum Bernd Fink, gell? Sag ich, Bernd, heute Ehre, da. Ich habe schon eine ganze Woche einen Husten gehabt. Oh, hat er gesagt, er hat ein Wundermittel. Ich sage, was? Was war das dann? Rizinusöl. Ich sage, was und hilft das? Sag ich. Ich sage, ja, nicht direkt, aber du traust dich nicht mehr husten. Ein ganzer Gescheiter. Da, und beim Willi-Doktor war ich aber auch. Und der hat mir gesagt, weißt du, was der gesagt hat? Und das hat ihn sicher die Gerti eingeredet. Hat gesagt, Dino, du musst weniger trinken. Habe ich gesagt, Willi, wo kann ich das weniger kaufen? Ja, bitte, geh schön. Früher, vorher gesagt, könnt ihr euch erinnern, die Harmlosigkeitsgrenze war bei 6/8 pro Tag. Jetzt, neue Studie, 7/8 in der Woche. Bitte, geh schön, wo kommen wir da hin?
Denkt an diesen Sepp vorher. Was braucht er in der jeden Tag? 5-6 Viertel Zucker. Dann in edler Säure eingelegt für diese frische Essiggurken, hat er gesagt. Ja, das kann nicht so schlecht sein. Der ist 85 Jahre und immer noch hell auf der Platten. So, Burschen, nichts trinken, jetzt mit spülen, die hört dann auf. Was der, oder, nein, eins noch, weil ich gerade sehe, da 10 Jahre. 10 Jahre Sommerkabarett. Die Inhaltszeit gibt es schon 15 Jahre, 10 Jahre spielen wir Sommerkabarett. Und da möchte ich mich wirklich in aller Form bei euch bedanken. Nur durch euch ist das möglich. Danke vielmals, danke. Vor 10 Jahren haben wir es einmal gespielt. Heuer spielen wir es 5-mal. Jedes Mal ausverkauft, schon seit Wochen. Danke, liebe Fans. Danke, danke, danke. Wenn ich mir ein bisschen so zurückerinnere, 10 Jahre waren ja schöne Sachen dabei. Zum Beispiel Ivan, der Streifenpolizist. Da hat es damals geheißen, das ist heute wahrscheinlich auch noch so, hat es damals geheißen, kannst du zählen bis 3, bist du sofort bei der Polizei. Entschuldigung, ist heute auch noch so, Herr Chefinspektor Rogan, gell? Ich weiß nicht, wo du sitzt, gell? Ist auch noch so, ist auch noch so, gell? Ja, sicher, ja, passt eh. Nein, dann hat es gegeben den Zauberlehrling, habe ich auch gemacht, kannst du dich erinnern, da hat dein Sohn, der Christ, gesagt, Papa, spül auf der Kabarettbühne deine Geschichten, aber zaubern lass mich über. Er hat nicht so gefallen, anscheinend. Und dann vor vier Jahren, Promillo Austria, schon wieder das Trinkenbein. Da waren wir ganz stolz drauf, können Sie sich erinnern, dass wir an zweiter Stelle beim Pro-Kopf-Alk-Verbrauch sind in Europa. Waren wir stolz drauf, heute ist es anders wieder. Darf ich euch das kurz, haben wir noch eine Minute Zeit? Burschen, danke. Darf ich euch das kurz noch vor, oder ist schon genug? Okay. Weil da brauche ich dann schon ein bisschen Promille, ich bin ja schon durstig, weißt du? Oh, das wird eigentlich auf der Reise. Nachtschwäschke, Marille, und Birne trat's mich, und trotzdem hab ich keine Obstallergie. Beim Wirten find ich mein Lieblingsgericht, vor lauter Allergie Bestimmungen nicht. Und das macht mir alles Angst und Bang. Weil die EU-Regeln machen mich krank, 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 die EU-Regeln machen mich krank, 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 die EU-Regeln machen mich krank. Vor 4 Jahren habe ich den runden Geburtstag gehabt. Seien's alle gekommen, die ganze Verwandtschaft. Ist es zum 60er warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm. Ist es um 70er heiter, kommt die Verwandtschaft und frisst weiter. Drum ist die Verwandtschaft nicht mehr weit. Halte Chappi, stehst bereit, denn im Falle eines Falles frisst die Verwandtschaft wirklich alles. Das ist Schnaps, das ist so deppert hast du. Aber das ist eine Lieb. Sie haben mir sogar ein Geschenk gebracht, die Verwandtschaft. Hör zu, ein Geschenk. Ich habe kein Diensthandy mehr gehabt. Wenn Sie, weißt du, haben Sie weggenommen, kein Handy mehr gehabt. Ich habe ein Handy, aber was für eins? Ein, wie heißt das? Smartphone. Ein ganz was Modernes. Was soll ich mir so einen Dreh kaufen, wenn ich alter Depp? Ich kenne mich nicht aus. Dafür habe ich mir dann gesagt, ich versauf jetzt mein Smartphone, ich brauch keine Apps, ich brauch ein Topf für die Leber, für meine Schnaps. Und wenn ich ein Jahr lang ein Leber downloaden kann, hab ich gleich wieder ein Smartphone, so schnell kann's gar nicht schauen. Und das macht mir dann nicht Angst und Bang, weil da lade ich und trinke ich noch lang, 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 ja, da lade ich und trinke ich noch lang, 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 ja, da lade ich und trinke ich noch lang. Aber ich habe mir das zu Herzen genommen. Willi Doktor, weniger trinken. Und dafür habe ich mir gesagt, du musst, was den Alkohol betrifft, auch einmal Nein sagen können. Nein sagen können, was der Alkohol betrifft, das kann ich jetzt. Nein! Danke!